Hallo Welt, da sind wir wieder. Ist das hier ein Wurzelkeller? Sehe ich da richtig? Da findet man doch auch manchmal lustige Sachen. Wir haben den Stein, wir haben den Schirm und der Stock ist noch nicht spitz. Spitzstock. So, jetzt haben wir auch den spitzen Stock. Und in der letzten Folge haben wir eine Nachricht gefunden vom 5. Oktober von Dr. Robin Byron. Und St. Michael Krankenhaus separat. 102 Wellington Wells. Lieber Dr. Byron, an Dr. Byron ist das, von Doktor der Medizin St. John's Keats. Ich habe einen Fall ausgeprägter Seuche im Garden District entdeckt. Meine Kollegen und ich haben die Angelegenheit selbstverständlich sofort bereinigt. Ich hoffe, dass niemand die Latzholmbrücke überqueren konnte. Es wäre ratsam, das zu prüfen. Vorausgesetzt, dass der Vektor noch immer deaktiviert ist, müssen wir in Betracht ziehen, dass die Seuche durch Wasser übertragen wird. In diesem Fall muss sofort damit aufgehört werden, die Leichen der Opfer in den Fluss zu werfen. Meinst du nicht? Was durch die Filter der Wasseraufbereitungsanlage dringt, ist schon schlimm genug. Hoffentlich haben wir diesen Ausbruch im Keim erstickt. Wenn nicht, müssen wir auch die Constables auf Eel Pie mit Gasmasken ausstatten. Hochachtungsvoll, Doktor der Medizin, St. John Keats. Und die anderen Sachen haben wir uns schon angeguckt, ja? Nun, ich wollte gucken, ob wir irgendwas Schönes zum Werfen haben. Haben wir nicht. Oder irgendwas Schönes zum Leuchten haben wir hier was. Vier können wir gar nicht auswählen. Gut. Na, hoffentlich lohnt sich das hier überhaupt in dem Loch. Ich hoffe, wir finden hier irgendwas Schönes. You never liked me, did you? Oh, I'm done! Oh, save me your money! That ain't sorting! Oh. Da ist immer noch einer. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Einer! Ah!
Sie wird verbluten, oder? Go forth and sin no more. Habt ihr kein Licht hier? Total dunkel. Gleich stehen wir im Dunkeln. Ist das unser erstes Geld, das wir finden? Könnte sein. 38 haben wir da nur. Stein. Okay, damit haben wir schon mal wenigstens den Stein. Was war denn das jetzt? Nö. Das ist ein Knopf hier oben. Ah, da müssen wir mal mit mehr Licht hierher kommen. Republik der Plug-Jungs. Na, so richtig hat sich das jetzt nicht gelohnt, wie ich finde, hier drin, aber... Ein paar schöne Sachen haben wir ja doch bekommen. Was können wir werfen? Das muss ich nicht verwenden. Oh, das ist jetzt schlecht. So, einmal den Cursor genau da drauf halten. Und dann einen Molotow-Cocktail werfen. Geht nicht. Was ist mit dem Stein? Wollen wir den nicht werfen?
Oh, eine Energiezelle, eine aufgeladen, ne? Da können wir doch unsere Taschenlampe wahrscheinlich aufladen mit. Leuchte. Eine leere Leuchte und eine Energiezelle. Ach, wir haben 5 Stück. Ich weiß, wer ich bin. Der Teddy sitzt da oben schön. Den können wir aber nicht mitnehmen. Nö. Scheinbar tut sich hier nichts, oder? Doch, wir haben jetzt aber ganz schön viel gefunden. Doch, das hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen mal. Und Olli schafft es ja sogar hier gegen die Plagegeister. Ja. Dann war das heute unser Abenteuer im Wurzelkeller, oder? Das ist der Keller. Einfach nur ein Keller. Ja, Abenteuer im Keller heute. Honig beschaffen. Ja, da kommen wir doch nicht dran. Doch so sind wir schon gelaufen, wisst ihr was? Dann laufen wir noch ein bisschen weiter. Wir müssen ja sowieso noch Sachen sammeln. Den Schutzraum hier könnten wir uns vielleicht mal angucken. Ich fürchte, unser Kumpel hier ist irgendwie unterzuckert, oder? Scotch, mach dich witzig, attraktiv und unbesiegbar. Nicht wirklich. Verkürzt für sehr kurze Zeit, die Ausdauer beim Sprinten kann zum Bestechen von blauen Bobbys verwendet werden. Mach dich betrunken. Ja, und wo sind die
Johannisbeeren hier. Das bringt ja nicht so viel mal. Eine Süßkartoffel, seltene Zutat für Phytosteroide, eine wichtige chemische Fertigungszutat. Notfalls kann sie auch gegessen werden. Er erhöht für gewisse Zeit die maximale Ausdauer, chemische Fertigungszutat. Okay, das hat uns unseren Zuckerspiegel jetzt etwas nach oben gebracht. Und was ist mit dem Dörrfleisch? Kaum spürbar. Was ist mit dem Siegesfleisch? Auch kaum spürbar. Was ist denn da los? Dauert das einfach, bis sich hier was verbessert? Oder brauchen wir wirklich diese Spritze und so ein Zeug? Ah, könnte sein. Olli, du schaffst es. Du überlebst das hier. Oh, ist das schon wieder nachgewachsen? Wir waren doch hier gerade erst, oder? Na, das war ein anderes... Das war ein anderer Ort, meine ich. Sah aber sehr ähnlich aus, ja. Nee, keine Chance. Bienen sind doch gar nicht so schlimm. Mir tut so, als ob das Hornissen wären. Ja, obwohl, wenn hier alles vergiftet ist und die Leute auf Joy sind, wer weiß, was sie den Bienen gegeben haben. Killerbienen. Und Killerbienen sind bestimmt heftig. Die heißen ja auch schon so. Gehen wir denn noch richtig hier? Jojo, wir können... weiter. Einmal erkunden, was hier alles so vor uns liegt. Haben wir noch ein Ziel für diese Folge? Ich meine, wir waren im Keller. Was können wir sonst noch tun? I must have been a real bastard in a past life. Oh. Und dann hast du auch noch so demotivierende Sprüche drauf, Olli. Oder motivierend. Sally hatte ganz andere Probleme. Olli macht sich wenigstens Gedanken über sein Leben und so. Obwohl, Sally hat das auch ab und zu gemacht. Er sieht hier schon mal keine Hexen. Kein Hexenberg. Wir haben die Schaufel zu Hause gelassen. Oh, wie schlau war das denn von uns? Und jetzt finden wir hier auch keine. Unser Brecheisen ist fast kaputt. Können wir keine bauen? Ah, da brauchen wir noch Metallteile dafür. Total schade.
Ist hier keine Schaufel? Manchmal ist doch hier direkt auch eine Schaufel. Ja dann, ich wollte schon zur Ausgrabungsstelle auch gehen. Ja, dann brauchen wir da gar nicht hin ohne Schaufel. Noch mehr Lilien. Die werden wir auch noch brauchen, die Lilien. Ui. Ja gut, okay. Dann ist es ja scheinbar so recht ausgewogen. Also da wurde dann schon dran gedacht, dass Olli eben mehr Lilien braucht. Und dann geben wir Olli auch mehr Lilien, die er finden kann, als Arthur und Sally. Die haben ja nicht so viele Lilien gefunden. Ich meine, Arthur hat ja jetzt sowieso nicht so viel gefunden. Nicht mal Schmetterlinge oder diese Dinger hier. Damit konnte er auch nichts anfangen. Diese giftigen Blumen. Na, ich sehe schon, wir werden es nicht mehr zu einem Safehouse schaffen. Wir sind nämlich schon am Ende der Folge. Gut, den Keller haben wir erkundet. Wie ich finde, war das Aufregung genug. Für mich. Auf jeden Fall. Und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.